warte, ganz warm. So, hier. Sie schlagen die Fenster rein! Ja, ich sehe das. Ich. Oh, haha, sehe das. Mann! Komm doch her! Aber wie schmeiß ich die zurück? Bitte geh! Ui! Du bist verreckt! Ah! Aufs Dach! Wissen Sie wirklich, wo es hier lang geht? Hab mich darauf vorbereitet! Oh mein Gott! Wo muss ich denn hin? Na toll, dann ist meine Waffe auch noch leer oder was? Jetzt kann ich hier nur noch mit Raketen rumballern. So eine Scheiße! Aber irgendwie ist es witzig. Piu! Oh Gott, ich hab ja so Skill. Und die tolle Musik geht wieder an. Ich will irgendwas anderes, irgendwas Cooles. Komm ich hier durch? Natürlich nicht. Ach Gott, gebt mir doch mal eine Waffe! Jetzt so einen hässlich dicken Brummer. Wenigstens kann ich damit rennen. Ja, komm. Keine Munition. Oh, ey, Alter. Okay, dann nehmen wir wieder sowas. Ah. Mensch, Munition ist eine Hure. Und der Weaver auch, weil der lässt mich hier natürlich nicht mehr. Dann los, lauf vor. Schaden kann's nicht. Ah! Penis! Ich will nur was haben, womit ich zielen kann. Ah, rennen, 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 rennen. Ui. Okay. Was ist das denn hier? Ach du Scheiße. Wo soll ich hin? Unten sind noch zwei Arschlöcher. Ah! Kleiner Pisser. Hallo? Wie viele... Dragovic macht sich viel Mühe, um sie zum Schweigen zu bringen. Was haben sie uns verheimlicht? Ich habe ihnen doch von Nova 6 erzählt. Ich mag keine Pistolen. Vietnam, Laos, Kambodscha? Seine Heimat, dem Ural, Yamantau. Da finden sie Steiner. Könnt ihr aufhören, mich zu schubsen? Und? Gemunkel? Gerüchte? Irgendetwas? Steiner und Dragovic sprachen über Zahlen. Was für Zahlen? Zahlen, auf denen ihr Plan beruht. Was ist los? Warum warten wir? Wo ist der andere Typ? Ach, hier. Sollen wir jetzt da runter, oder was? Geronimo! Yeah! Ups, welche sind denn von mir jetzt hier? Habt ihr irgendwas Tolles dabei? Warum haben die denn alle nur so Krempel? Nein, oh Mann. Dragovic. Aufräumen kann ich selber. Aber warte mal, wir können doch mal. Die haben wir jetzt zweimal Pistolen dabei. Und wir haben auch für beide Muni. Ich bin irritiert. Was war das? Was war das? Was war das? Da war was, Mann. Ja, so ein komisches Sniper-Ding ist bestimmt. Aua, 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 aua. Ah. Nein. Ach Gott, einen Moment, ich muss dringend husten. So, jetzt, wo gibt's denn hier mal Deckung? Okay, ich hüpf dir einfach hinterher, Alter. Ja, super. Das hier könnte man sogar schon fast als Deckung bezeichnen, aber... Ah!
Nein! Bestätigter Treffer. Ziel ausgeschaltet. Boah, ey. Der macht mich fertig. Balkon links! Der Balkon links. Oh! Penis! Oh, da seid ihr! Ey, sag doch was! Ah. Ja, mit eurem. Fucking fuck shit. Den Flur entlang! Bis zum Ende! Stress! Abtrag ihn! Und wo kann man sich verstecken? Stirb! Alter, wo? Ah! Meine Güte! Sollen wir da runter? Okay, nein, da hoch. Und dann hier runter. Und dann hier runter. Huch! Haha, wie die Fische da rausglitschen. Ah, Mann, ich will das beobachten. Oi, die armen Viecher. Kann man die erschießen? Hey! Ah, wenig Munition. Komm, wir schaukeln. Nehmen wir halt die anderen. Ich glaube, den Unterschied merke ich sowieso nicht. Oh, oh. Oh, ihr... Hohoho. Das könnt ihr doch nicht machen. Ich bin doch Anfänger hier. Ah. Dich da hinten mache ich ganz schnell tot. Es ist nicht mehr weit. Munition. Nehmen Sie, was Sie brauchen. Kann ich jetzt hier wieder den... Ah, nee, ich glaube, den will ich gar nicht. Ja, was will ich, was will ich? Gibt es hier eine AK? Was ist das denn für ein Teil? Oder wo ist das andere? Was ist das hier? Brauche Deckung. Ich muss diese Tür öffnen. Ja, die schießt nur so intervallmäßig irgendwie. Ich Boah. Gibt's hier nichts? Das ist was irgendwie. Ah! Gebt doch dem. Nehmen Sie, was Sie brauchen. Leck mich am Arsch, wo bin ich denn jetzt? Armen Vibesbild mal Zeit, die. Aber hier gab's doch noch. Was ist das denn? Oh, ich glaube, ich weiß, was das ist. Das könnte Spaß machen. Spitznas kommen! Naja, okay, Spaß ist jetzt irgendwie. Ich muss diese Tür öffnen. Nee, das ist dumm. Das will ich nicht. Mach's weg. Ja, wie? Sie haben Ihre Kombination vergessen? Ah! Okay, ich behalte die jetzt einfach. Es ist mir sonst viel zu stressig, hier dauernd zu verrecken. Was ist das für ein scheiß Visier? Die gefällt mir nicht, die Waffe. Ja, wie soll in Bewegung bleiben? Wo sollen wir denn hin? Ach, hier. Aha, ihr Witzbäume. Boah, weh, du schubst mich. Ja. Toll. Super. Ich war damit beschäftigt, vor meinen Kameraden zu flüchten, Mann. Okay. Jetzt gehen wir zurück. Sprinten, springen! Oh oh, nein, 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 du rutscht nicht ab. Ein Scheißfuß, du Alter. Ich hab sie. Was ist mit den Zahlen, Clark? Ja. Die Zahlen. Sie sind der Schlüssel zu. Pinata, wo
Oh mein Gott. Toll. Er hätte es uns fast gesagt. Boah, von wo schießen die denn alle? Negativ. Er ist tot. Red Eye endet. Kommen Sie an. Ich sehe einen Weg runter. Hier lang. Ja, jetzt lass doch da erstmal aufrollen, Mensch. Muss ich jetzt wieder sprinten? Nein. Boah, knapp. Junge, geh mir doch aus dem Schussfeld. Ach. Okay. Ist wieder beruhigt. Weiter geht's. Upsi. Fail. Schlitter. Uah. Was sollen wir da? Sind die. Sind das unsere? Sollen wir zu denen hin? Ist das unser Taxi? Warum bin ich denn hin? So langsam. Ah. Klar identifizierter Dragovichs Wissenschaftler. Er heißt Steiner. Wir gehen nach Russland. Berg Yamantau. Gebrochenes Deutsch. Hudson sagte, Clark sei verrückt. Paranoid. Von Zahlen besessen. Clark erschuf Nova 6, ein Nervengift, das den Körper in Sekundenschnelle zerstört. Kravchenko, die rechte Hand von Dragovich, führt in Vietnam Tests durch. Auch an eigenen Leuten. Ihm ist das gleich. Erzählte es in Valkota. Was hat er Ihnen gesagt? Mason, hören Sie zu. Es ist schon eine ganze Zeit lang her. Dragovich, Kravchenko, Steiner, alle müssen sterben. Er berichtete, was sie getan hatten. Was das für Leute waren. Warum alle sterben mussten. Okay. Na? Warum ist es jetzt die ganze Zeit schwarz? Sonst ist es doch immer weiß. Mein Vater war Musiker in Stalingrad. Während der deutschen Besetzung füllte der Klang seiner Geige die Luft mit wundervoller Musik. Korsakow, Stasow. Er spielte viele Werke unserer Komponisten. Für meine Landsleute war es ein Symbol der Hoffnung. Für die Deutschen ein Symbol des Widerstandes. Seine Musik verfolgt mich noch heute. Die Deutschen schnitten ihm eines Nachts die Kehle durch, während er schlief. Mit Deutschen zu kollaborieren ist Verrat. Verrat an ganz Russland. Dragovich und Kravchenko war das aber gleichgültig. Sie waren nur auf ihre eigenen Vorteile und Pläne bedacht. Gut, und in dieser Eis. Es ist alles geladen, Sie warten. Viktor, es wird Zeit. Ja, Dimitri. Zeit, auch die letzten Reste des deutschen Militärs Ach, Jungs, zu vernichten. Lass mich reden. Mirski, alles einpacken. Es geht los. Die Männer und ich. So, an dieser Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Bis gleich.